Das Unternehmen Yokari wird in der dritten Generation derzeit geführt und wir sind seit 45 Jahren Spezialisten in der Abisoliertechnik. Yokari ist nicht nur ein Unternehmensname, sondern viele kennen Yokari von dem legendären Kabelmesser. Das Kabelmesser wurde 1966 von Herrn Josef Krampe zum Patent angemeldet und er hat dieses Patent auch erhalten. Wir produzieren die Werkzeuge seit 45 Jahren hier im Standort Ascheberg, das heißt 100% made in Germany. Erdwärme und Photovoltaik sind für uns seit Jahren schon eine Selbstverständlichkeit. Yokari hat aber nicht nur Standardwerkzeuge. Wir hören den Anwendern gerne zu und verbessern unsere Werkzeuge andauernd, sodass es für sie einfacher wird zu arbeiten. Fast jeden Tag bekommen wir neue Leitungsmuster. Viele Anwender haben Probleme, die modernen Leitungen, die heute am Markt sind, richtig abzusetzen. Das ist für uns eine Herausforderung. Wir schauen uns diese Leitung an und sprechen dann eine Empfehlung aus, welches Werkzeug das richtige wäre. Genau das ist, was uns Spaß macht. Wir finden neue Lösungen gemeinsam mit den Ingenieuren vor Ort für die Spezialleitungen, die eingesetzt werden. Das bedeutet neue Abisolierwerkzeuge. Unser Kenstrip ist so ein Fall. Da sind wir über die Grenzen hinausgegangen. Sprechen Sie uns an. Gerne persönlich, am Telefon, per Mail oder im Social-Media-Bereich bei Facebook oder Twitter. Kennen Sie die Yokari-Kabeldatenbank? Unter wire.yokari.de finden Sie unser gesammeltes Wissen. Geben Sie einfach ein, was Sie auf der Leitung lesen und die Kabeldatenbank empfiehlt Ihnen das richtige Werkzeug. Natürlich können Sie auch in einem Video sehen, wie dieses angewendet wird. Das ist unsere Idee, wie wir unser Wissen erlebbar machen, um Ihnen die Arbeit zu erleichtern. Wir haben jetzt genug von uns gesprochen. Jetzt sagen wir einfach mal Danke. Danke für 45 Jahre Treue. Es macht uns Spaß, jeden Tag neue Lösungen zu finden. Wir freuen uns über jedes Kabelmuster, das uns erreicht. Das zeigt uns Ihr Vertrauen und das erfüllen wir gerne. Vielen Dank. Bis bald.